Hallo meine lieben Freizeitstrategen und Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück bei Phoenix Point. Wir sind jetzt hier mitten in der Mission, bei der wir... Hoch, Moment. Ja, so wie es aussieht, sind das keine Aliens. Wir kämpfen gegen Menschen. Ja, das sind glaube ich, das ist gerade eben die New Jericho Quest Mission. Und irgendwie müssen wir jetzt hier ein paar Typen loswerden. Aber ich denke, das dürfte an und für sich kein allzu großes Problem sein. Das Einzige, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist jetzt erstmal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Ah, da haben wir schon den ersten jetzt hier gerade eben entdeckt. Den sehen. Ach, da kann man schon drauf schießen. Okay, cool. Und da haben wir da drüben einen Sniper gefunden. Das gehen wir halt nochmal Stück für Stück vor. Ja, auf den kann man jetzt theoretisch auch ballern. Gehe ich einfach mal dahin. Da ist noch was. Okay, ich habe jetzt Kontakt zu mehreren Gegnern. 5 an der Zahl. Was hat denn der hier? Der hier hat eine sogenannte Uragan MG. Oder ein Uragan MG. Maschinengewehr der Unabhängigen. Okay, der hat hier dann noch Prätorianer 2 Rüstung. Von den Werten her erinnert es ganz, ganz stark an New Jericho. Ja, ja, weniger Tarnung. Okay. Was ist mit dir hier? Oh, das sind 2. Was ist mit dir hier? Du hast... Ah ja, du hast einen Bulldog. Ja, ja, das ist... Sieht sehr, sehr stark nach New Jericho-Ausrüstung aus. Gilt dasselbe auch für dich? Ist eigentlich egal. Da haben wir nochmal so einen dicken. Was hast du? Du hast die Cyclops. Okay. Wir sehen, die Scharfschützengewehre von New Jericho haben auch nicht so die Mega-Reichweite. 51, das ist echt ein Witz eigentlich. Aber dafür sind die wahrscheinlich eher rüstungsdurchbrechend. Und hier haben wir noch die Iron Fury. Ja, wenn ich Glück habe, dürfen wir da ein bisschen was davon behalten. Unabhängig davon. Warte mal, du hast schon Sicht. Wie sieht deine Sicht denn aus? Ist das ein Witz? Entschuldigung. Aber wisst ihr was? Ich bin echt der Meinung, dass ich das hier vielleicht sogar umsetzen will. Vielleicht klappt das ja. Schnellem Zielen zweimal draufhalten und tot. Weil mit schnellem Zielen geht nämlich die Genauigkeit nochmal hoch. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ja. Ich glaube, der Drops ist für den schon gelutscht. Probier's natürlich gleich nochmal. Dann haben wir den ersten schon erledigt. Wow. Das nenne ich mal einen Scharfschützen, liebe Leute. Das nenne ich einen Scharfschützen. So, du kannst jetzt... Warte mal, von wo aus kannst du denn schießen? Von da aus. Ja, es ist okay, dass du Leute siehst. Jetzt siehst du den anderen Scharfschützen. Ich mache mal da auch mal eine Todesmarkierung drauf. Jetzt muss ich das andere nicht machen. Was sehen wir denn von dem? Den Kopf treffe so gleich down. Jo! Der Scharfschütze hat schon hinter sich. Okay, es ist ehrlich gesagt gerade eben ziemlich easy. Ich gehe mal hier hin und heil dich mal technisch. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oder nee, weißt du was? Ich schmeiß erstmal den Turm irgendwo da vorne hin. Irgendwo da vorne. Ich finde das voll cool, das Ding da vorne hinpfeffern zu können. So, und jetzt machst du noch mal eine Runde technisches Heilen. So. Das war sehr gut. Und jetzt gehst du noch dahin oder so. Bleibst da. Ja, dich kriege ich sonst nirgendwo so richtig hin. Da liegt jetzt übrigens auch Equipment. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es das richtige Equipment ist. Und du kannst jetzt theoretisch noch Gift hier zerballern. Oh. Den sehen wir ja sogar schon. Ich hoffe mal, es klappt. War ja klar. Ich hasse mein Leben. Wisst ihr, man sieht so viel und trifft doch nicht. Oh, da ist ja noch jemand. Mhm. Da sind noch eine Menge böser Buben.
da hingehe, warte mal, wenn ich da hingehe, kann ich die Granate werfen. Nee, kann ich nicht. Warum kann ich die Granate da nicht hinwerfen? Da kann ich die Granate hinwerfen. Okay, machen wir das einfach mal. Trifft beide. So, hat ihnen beiden ein bisschen Schaden gemacht. Bin ich am Überlegen, treffe ich die da auch? Ich könnte die easy treffen. Okay, wir machen hier erstmal den Explosionsstoß. Wie so oft. Einfach dahin. Irgendwas werden wir schon treffen. Ja, da wollen gleich, glaube ich, zwei schon nicht mehr so wirklich mitspielen. Und da noch hin. Okay, halten wir mal fest. Wir haben jetzt schon mal vier Gegner ausgeschaltet. Und die sind in Panik. Das wäre ich aber auch nach der Aktion. Okay, du siehst. Du bist alarmiert. Da kommt noch jemand. Aber keiner von denen kann schießen, so wie es aussieht. Oh je. Ist das heftig, ey. Da ist der Kopf halt gleich schon erwischt, ey. Okay. Bin ich mir überlegen, ob ich da nochmal eine Granate hinpfeffern will, irgendwie. Ja, da bekomme ich keine Granate irgendwie hin. Gehen wir dahin. Werfen eine Granate dahin. Tja, ich weiß, dass ihr das nicht mögt, aber es ist passiert. So, du bleibst da. Jetzt pack ich dich erstmal. Ne, warte mal. Anderer Scharfschütze. Da kommen jetzt mehrere Ziele auf uns zu, ne? Du hast zwei Ziele. Schnelles Zielen. Zwei Ziele reichen völlig aus. Nummer eins. Tschüss. So. Dann schnelles Zielen. Zweites Ziel. Kopf. Der lebt noch. Die Frage ist, wie lange noch? Du hast auch zwei Ziele. Perfekt. Schnelles Zielen. Das ist perfekto, perfekto, perfekto. Ziel Nummer 1. Kopfschuss. So, der hat ein Problem. Schnelles Zielen. Und dann schalten wir den links noch aus. Genau. Und tschüss. Okay, Menschen sind echt keine Herausforderung für uns. Das, ist grausam, aber die Wahrheit. Dahin gehe, kann ich schon auf den wirken. Gucken wir mal, ob ich den treffe. Jo! Der ist schon weg. Okay. Dann gehen wir mal hier in Deckung. Dann gucke ich mal, ob ich da nochmal eine Granate hinpfeffern kann. Kann ich höchstwahrscheinlich. Dann ist nur noch einer übrig, glaube ich, oder? Naja, ich habe den einen eigentlich nur getroffen, aber das reicht eigentlich auch. I'm going. So, und jetzt habe ich dich noch. Da war doch irgendwo gerade eben eine Position, von der du aus. Oder irre ich mich? Und da aus kannst du wirken. Jetzt gucken wir mal, was du triffst. Ja. Okay, wir laden nach. Okay, das ist extrem krass, was wir jetzt hier gerade eben anrichten, ne? Wäre halt cool, wenn ich den jetzt auch noch getroffen hätte. Oh! Der blutet eh aus. Der blutet ohnehin aus. Na komm, ich kann einfach beenden. Das Einzige, was ich machen möchte, ist gucken, was das Equipment hier noch so bietet. Battlefield Looting. Oh! Eine Yat-Ar. Das Sturmgewehr der Unabhängigen. Okay. Da liegt noch mehr davon rum. Da drüben liegt auch noch irgendwas rum.
Na, immerhin hab ich's schon mal, ne? Ist doch auch schon mal was wert. Komm da nicht mehr ran. Ach komm, dann. Sehe ich den? Ne, den sehe ich nicht, ne? Jetzt sehe ich ihn. Ach komm, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ist ja, als ob man den nicht treffen könnte. Boah, die Genauigkeit dieser Waffe ist einfach nur ein Pain. Wiederherstellen, nö. Was mache ich mit dir? Mal dahin rennen. Sobald er dran ist, ist er eh down. Dann können wir auch dahin gehen und uns schon mal angucken, was da rumliegt. Pure Neugier. Cyclops-Magazin. Ja, gut, ich nehme es halt mal mit. Let's do this. Kann ich das eigentlich auch? Nee, da kann ich nicht aufheben. So, dich bewege ich jetzt mal dahin. Halt. Ich verklick mich immer. Ich mache immer Rechtsklick statt Linksklick. So, und jetzt komme ich gerade noch so dahin. Was liegt da am Boden rum? Auch nur so ein Magazin. Na, immerhin habe ich eine Waffe bekommen. Doch auch schon mal was wert. Und da kann ich auf ihn wirken. Ich gehe auf Nummer sicher. Tschüss. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Das war sehr einfach. Die Map ist ehrlich gesagt zu klein. Ich weiß nicht warum, aber es war sehr einfach. Nee, warte mal, das war gar nicht die Mission für New Jericho. Oder war das die Mission für New Jericho? War das die vielleicht von den nochmal den Disciples? Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Ah, es waren die You've done Anus. well. The Exalted sends her thanks. And the Synod of Yearning will speak the names of your operatives at morning prayer. Do not feel ashamed of having killed your fellow humans, although you may pity them, for in clinging to the old, they doom the future. Das ist jetzt nicht unbedingt so gesagt. The voiceless Hierophants shall judge you when the time is right. Gut, wir haben jede Menge Zeug bekommen. Geilo. Wir müssen hier ein paar Sachen wiederherstellen. Und ich bin der Meinung, dass ich jetzt eigentlich so schnell wie möglich dahin will. Aber das Problem ist, es geht nicht. Okay, ich muss jetzt hier Gebietsscan starten. Vorher kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, wir können schon mal dahin fliegen. Und hier einfach nochmal ein paar Erkundungen durchführen. Hui, was ist jetzt I los? always argued for giving New Jericho another chance. Maybe there was more to Tobias West than greed and self-importance. Maybe New Jericho could be a force for good after all. Maybe they even believed in freedom like they kept saying. I was wrong. For that, I apologize. But at least we tried. Now we know that war really is the only option. Okay. Schade. Die machen jetzt Krieg. Ich hoffe, wir können uns da noch ein bisschen raushalten. Das wäre mir persönlich das Liebste. Da oben ist ein Loot Crate. Gefahrenstufe hoch. Okay, immerhin wissen wir das jetzt. Erkunden. Wo? Wo wird der Sinedrin Haven angegriffen? Weiß nicht. Hier ist übrigens auch noch eine Mission. Den da am Laufen. Die Nebelabwehranlage haben die hier am Start. Ah, das ist cool. Weiß aber jetzt nicht, wo der Sinedrin. Ach, da unten. Ach, da kommen wir ja nie hin. Boah, das ärgert mich zwar, aber da kommen wir nie und nimmer jetzt hin. Schaffen wir einfach nicht. Der Tempel, Erkundungsstätte. Der Mantico 1 hat eine verlassene Anlage entdeckt, bei der Landung konnte unseren Soldaten sie identifizieren. Jemand hat einen riesigen Metallturm gebaut, in dem er hunderte von verlassenen Schrottstücken zu diesem seltsamen Objekt zusammengeschweißt hat, das in 20 bis 30 Meter Höhe die Landschaft um sich herum überragt. Wir können die Anlage verlassen und weiterfliegen oder sie zerlegen und die Materialien. Nehmen die Materialien.
Die Jünger von Anu finden das doof, ne, Jericho findet es gut, okay. Außerdem haben wir 10 Ausdauer verloren und 450 Materialien bekommen. Mit Blut, Schweiß und schweren Schneidegeräten gelingt es unserem Team, die Anlage auseinanderzunehmen. Niemand wird jemals erfahren, wofür sie bestimmt war. Ja, tut mir leid. Was? So, da oben haben wir auch eine Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben einen zerstörten Militärkonvoi lokalisiert. Es gibt keine Überlebenden oder zumindest keine Leichen. Es gibt auch keine Anzeichen für einen Kampf. Aber eines der Fahrzeuge steht in einem ganz anderen Winkel als der Rest. Wir durchsuchen die Fahrzeuge, bekommen jede Menge Zeug. Alle verfügbaren Ressourcen wurden geborgen. Was hier jedoch geschehen ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Okay, düster und unheimlich. Das ist wieder so ein Synedrium-Flieger, glaube ich. So, da oben ist ein Scan fertig. Da könnten wir jetzt theoretisch auch was machen. Jetzt scanne ich bloß erstmal hier. Und ihr fliegt da dahin, erkundet das da. Oh! Unter Beschuss? Es sind 38 Angreifer von New Jericho und 15 von Synedrion und ganz was. Ich mische mich da erstmal noch nicht ein. Boah, die bringen sich gegenseitig um. Sind das voll doof? Sind die wahnsinnig? Erkundungsstätte, die Schwärme. Unsere Soldaten sind in der Nähe eines verlassenen Farm gelandet. Eine schnelle Durchsuchung des Hauses und des Geländes zeigt, dass der Ort bereits komplett geräumt wurde. Es gibt viele Fliegen. Einige von ihnen sind größer als ein menschlicher Daumen. Unser Team trifft Vorsichtsmaßnahmen. Etwa 200 Meter entfernt von den Hauptgebäuden auf dem Grundstück steht eine große Scheune. Es könnte sich lohnen, sie zu untersuchen. Ja, wir untersuchen sie natürlich. Wir verlieren wieder Ausdauer, bekommen aber Tech und Materialien. Je näher unsere Soldaten der Scheune kommen, desto unruhiger werden die Fliegen, die in Spiralmustern schwärmen und sich gegen unsere Soldaten werfen. Im Moment ist das nichts Gefährliches, aber es ist anstrengend. Die Scheune enthält ein provisorisches Labor. Eine Wand ist von einem riesigen pulsierenden Organismus bedeckt, der die Fliegen irgendwie zu kontrollieren und zu beeinflussen scheint. Unsere Soldaten bergen so viel von der Laborausrüstung wie möglich, bevor sie vor uns verschwinden. Okay. Wie lange hält das noch durch? Ja. Also Synedrion ist ja ganz eindeutig der Verteidiger. Nee, warte mal. Wer ist der Angreifer? Zufluchende Jericho. Synedrion greift an. Nee, ganz... Warte mal, das würde mir helfen. Ich will ja bei New Jericho... Ich will ja auch bei New Jericho jetzt eher auf die gute Schiene kommen. Also gut, wir fliegen dahin. Was habt ihr? Ein zerstörter Haven. Okay, dann gehst du dahin. Du erkundest. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig, ne? Das Lustige ist, ich gehe da einfach noch mit rein, um zu helfen. Dann lurke ich mir jetzt hier einfach noch so ein bisschen so den Lob. Oh, ihr seid gekommen, um zu helfen und so weiter und so fort, ne? Schon klar, weswegen wir das machen. Wir sind da total ehrlich unterwegs. Team einsetzen. Ich will auch bloß einfach wissen, ob das jetzt hier bedeutet, dass Synedrion uns jetzt doof findet, aber bei Synedrion haben wir einen echt guten Puffer von 74 und ich habe ihre Technologie schon. Und ich will die New Jericho-Technologie haben, weil da könnte auch was Cooles bei sein. Und bei den Disciples of Anu ebenfalls. Naja, schauen wir mal. Eins nach dem anderen, ne? Keine Ahnung, ob da noch, wo da noch ein Gegner sein könnte. Wir suchen. Kann er sonst wo sein? Hier in dieser Anlage. Okay. Rennen wir erstmal jetzt quasi an diese Verteidigungsposition. Das Wichtige ist halt, dass wir noch angekommen sind.
ist doch das Entscheidende. Dass wir uns jetzt hier quasi als die großen Retter aufspielen können. Oh mein Gott, ey, da haben wir nochmal jemanden gefunden. Das ist aber kein Feind, okay. Advancing. Unter Kontrolle von Phoenix. Okay, gut. Was? Jetzt kann ich diese Leute da steuern? Kann ich die jetzt hier evakuieren? Das habe ich auch noch nie gehabt. Tatsache! Ich kann diese Leute evakuieren. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin noch nie dazu gekommen, weil bis jetzt immer alle... Also ich bin noch nie in diese peinliche Situation gekommen, dass ich die Leute da wirklich rausholen kann, ne? Sonst waren die ja immer alle relativ schnell sehr stark in Bedrängnis. Sag ich jetzt mal. Und wir selber auch. So, dass sich die Frage nie gestellt hat, ob ich die Leute hier evakuieren kann. Was soll's? So, du gehst dahin. Damit haben wir alle bewegt. So. Da läuft einer rum. Hui. Connection established. Das sind eindeutig Leute von Synedrion, die da kämpfen. Kann es sein, dass der Kampf doch härter ist, als ich gedacht habe? Ich kletter erstmal da hoch. Das Problem ist, Synedrion-Leute erstmal finden vor Lachen, ne? Die sind halt leider sehr, sehr gut getarnt. Sehe ich da jemanden? Jawohl, ich sehe da jemanden. Was bist du? Info. Du bist ein Synedrion-Angreifer. Fähigkeiten, Infiltrationstraining. Fähigkeit, Überraschungsangriff. Tarnung plus 50%. Wow, nice. Ich sehe jetzt hier mehrere Angreifer. Du kannst hier was machen. Bevor ich schnell das Ziel mache, gucke ich mir das Ziel erstmal an. Das Ziel ist gut zu sehen. Wir machen schnell das Ziel. Und schalten es einfach aus. Identifying target. Tschüss. Okay, das war ehrlich gesagt ein sehr, sehr seltsames Geräusch. Für einen Kopfschuss. Das klingt ja so, als ob jemand irgendwie auf was draufgetreten wäre, was weh tut. So. Gegner 1 erledigt. Gebt zu, dass ich nicht mit so viel Gegnern gerechnet habe. Ich gehe jetzt mal da hoch und hol mir da nochmal ein bisschen Loot. Das Spiel wird jetzt auf jeden Fall interessanter, jetzt nachdem dieser Bürgerkrieg da entsteht. Ja, komm. Okay, recht so. Deckung. Mach ich mit dir. Oder mit dir. Ich sehe auf jeden Fall da drüben einen Gegner. Siehst du eigentlich den Typen da? Du würdest ihn sehen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir da hingehe. Eine klare Line of Sight. So, und das heißt, dass ich jetzt hier mein Türmchen. Euch zum Spielen dahin werfe. Have fun. Tech Drop. So, dann gehst du jetzt hier in Deckung und wartest hier. Gehen da drüben hin. Und theoretisch könnte ich da hingehen. Aber dann würde ich wahrscheinlich eine abkriegen. Innerhalb von wie viel? 10 Fliesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das könnte sogar reichen.
Senkt die Aktionspunkte jetzt um 1. Bis dahin. Ist immer noch unsichtbar, das ist gut. Seine eigene Medizin jetzt zu führen. Viel Spaß. Na also. Naja, schießt immer noch rum. Man sieht bloß nicht, was es ist. Wird aber auch wieder so ein Infiltrator sein. Okay. Das Dämliche ist, dass ich halt nichts sehen kann. Ich sehe sie nicht. Die letzte Angreifereinheit hier. Aber das kann ich ändern. Man muss nur nah genug rangehen. Und jetzt ziehe ich mich zurück. Hahaha. Okay. Scharfschütze auf dem Dach. Von hier aus ist klare Sicht. Ich mache die Sache ein bisschen deutlicher, damit ich definitiv treffe. Das ist ja der letzte Angreifer. Nehme ich an. Das war der Rumpf. Der hat ausgerumpft. Einen Moment, der kann ja nochmal mit der Pistole schießen. Habe ich völlig vergessen, dass ich das kann. Ah, so viel zu dem Thema. Come on. Bäh. Dann halt nicht. So, was ist mit dir? Was von hier Sicht? Aber nur mit der Pistole. Ja, komm. That could have gone better. Ja, es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch. Da habe ich gar keine Bewegung mehr hier. Das heißt, du gehst jetzt runter und zwar dahin, wo noch mal ein bisschen Loot ist. Hauptsächlich zum Gucken, was drin ist. Ja, hätte mal was Cooles sein können, ne? Ja, dann gehst du jetzt noch dahin. Weil schießen geht ja nicht. Medic-Zeug. Aber geht ja immer noch nicht mehr. Kannst du noch was tun? Vielleicht siehst du noch was. So, warte mal, wir machen das relativ einfach. Gehst jetzt dahin. Und jetzt durftest du relativ freie Sicht haben. Jo. Wir haben es geschafft. Jetzt bin ich gespannt, was das jetzt hier für meine Beziehung mit den Fraktionen bedeutet. Da sieht man es ja momentan noch nicht, erst wenn es jetzt vorbei ist. Boah, das war aber auch extrem knapp, ne? Und jetzt? Boah, ganz im Ernst, die Haltung für die war plus... Minus 6, minus 4. Ja, es bringt so mehr. Stehe ich jetzt mit denen. 24. Jetzt hier nur noch 65. Das ist nur noch 13. Ja, okay. Nennen wir es ungünstig. Ich kann schon mal da runterfliegen. Macht ihr? Ihr macht gar nichts, lol.
Ihr sollt eigentlich auch erkunden. Hoffentlich kein Überfall. Auch ein Loot Crate, okay. Erkunden. Wachstumsschub Erkundungsstätte. An der Stelle, an der früher ein See war, bietet sich unseren Soldaten einen beunruhigenden Anblick. Die gesamte Wasseroberfläche ist mit einer dicken Schicht von scheinbar trockener, schuppiger Haut bedeckt. In der Mitte des Sees befindet sich eine große Öffnung, die eine klebrige, grünliche Flüssigkeit herauspumpt, welche einen kleinen Fluss gebildet hat. Ein Wissenschaftsteam von Synedrium unter der Leitung von Dr. Amanda Barlow hat in der Nähe ein Lager aufgeschlagen. Ich habe so etwas noch nie gesehen, sagt sie. Und obwohl ich für das Leben und die Wissenschaft und all das bin, ist meine persönliche Neigung, den Ort aus dem Orbit heraus zu zerstören, wenn wir doch nur Atombomben oder Raumschiffe hätten. Wir können zu ihrer Forschung beitragen, den Standort in die Luft jagen. Ich helfe ihr. Gib mir mehr Forschung. Ich schätze, wir werden das weiter studieren, was auch immer das ist, sagt Dr. Barlow mit einem resignierenden Achselzucken. Vielleicht finden wir heraus, was es tut. Vielleicht auch nicht. Vielleicht tut es auch gar nichts und das Pandora-Virus ist einfach nur verrückt. Wer weiß, wie auch immer. Ich werde sicherstellen, dass alle Daten, die wir erhalten, mit dem Phoenix-Projekt geteilt werden. Nice. So, jetzt will ich aber gerade mal schauen. Ich will hier nochmal gucken, wie die Leute hier ausgestattet sind. Wir könnten noch ein paar deutlich mehr Granaten bauen. Du bist gut ausgestattet. Hier brauchen wir nochmal deutlich mehr Granaten, auch bei Papa Vader. Haben wir auch nochmal so eine Art Granate. Du hast jetzt immerhin mal das da. Training. Ja, das bringt nichts. Der hat halt immer noch kein Level up, ne? Kann immer noch keine bessere Ausrüstung machen. Oh, wir haben jetzt endlich diese Laserwaffe hier. Halleluja. Endlich haben wir diese Laserwaffe. Das ist sehr, sehr gut. Dann Sir Aralon. Okay, das passt. Gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles, was wir uns vorstellen können. Nur er hat halt keine gescheite Waffe. Weil die einfach keine gute Reichweite. Wir brauchen Granaten. Und zwar en masse. Lasst uns Granaten bauen. Chimera-Granaten, die machen ja Gift. 1, 2, 3, 4, 5. Dann, was machen die nochmal? Schall. Schall-Schock-Granaten. Ich baue mal welche. Wir haben auch noch andere Granaten. Und ich weiß, das ist nochmal eine dritte Art. Genau, die Läuterungsgranate. So, denn wir haben jetzt einen Haufen Zeug, Leute. Wirklich einen Haufen Zeug. Guckt euch das mal an. Der blanke Wahnsinn da oben. Rüstung, Fahrzeuge. Kapazität 5, 6. Das Lustige ist, das hat eine höhere Reichweite. Also ich würde weiterkommen. Ja, 32. 24, Kapazität 4, Kapazität 1, Rüstung 20, Rüstung 31. Weniger Trefferpunkte als das Scarab. Okay. Wir kommen jetzt hier gerade an. Können wir mal anfangen zu scannen. Erkunden, meine ich. Und wir müssen die Folge beenden, stelle ich gerade eben fest, liebe Leute. Dann sage ich jetzt mal, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen genau an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, ne? Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.